Ich möchte noch eine kleine Klarstellung machen zum letzten Video oder nochmal eine etwas genauere Erklärung. Und dann beschäftigen wir uns damit, wo denn der Unterschied ist zwischen dem Koeffizienten für die statische Reibung und für die Reibung, wenn sich das Objekt bewegt. Aber vorher noch eine Sache. Wir hatten ja gesagt, der Block hier oben, wenn ich da mit 49 Newton gegendrücke, dann bewegt er sich nicht. Und wenn ich ein ganzes Newton mehr drauf gebe, dann fängt er auf einmal an, sich zu bewegen. Und was wir eigentlich gemacht haben, ist ja, wir haben in unserem Experiment sozusagen immer ein kleines bisschen mehr gedrückt und haben geguckt, ob er sich dann anfängt zu bewegen. Das heißt, am Anfang, ohne dass wir drücken, ist die Reibungskraft 49 Newton. Nur wichtig ist jetzt zu wissen oder sich zu merken, dass die Reibungskraft sich verändert, je nachdem, wie viel Kraft man auf diesen Block ausübt. Also wenn wir zum Beispiel jetzt anfangen mit 49,1 Newton dagegen zu drücken, dann merken wir, okay, der Block bewegt sich immer noch nicht. Das heißt, die Reibungskraft ist dann auch 49,1 Newton. Und danach drücken wir vielleicht mit 49,5 Newton und der Block bewegt sich immer noch nicht. Also ist die Reibungskraft dann auch 49,5 Newton. Und dann drücken wir mit 49,99999 Newton dagegen und der Block bewegt sich immer noch nicht. Also ist die Reibungskraft dann auch 49,999, ich glaube, eine war es noch mehr, 9 Newton. Und dann drückt man mit einem ganzen Newton mehr und dann bewegt sich. Das heißt, ab dann ist die Reibungskraft nicht mehr stark genug, diesen Block davon abzuhalten, in diese Richtung, in die die Kraft, ja, hier, in die die Kraft hier wirkt, den Block davon abzuhalten, in diese Richtung zu beschleunigen. Also wichtig ist nur, dass du dir merkst, dass diese Reibungskraft sich auf jeden Fall, dass die auf jeden Fall nicht statisch ist. Also die ist nicht einfach festgeschrieben und ist jetzt einmal 49 Newton, weil dann würde sie ja bei 49,000001 auch schon überwunden sein. Aber in unserem Fall, deswegen muss man das halt im Normalfall experimentell herausfinden, war es zum Beispiel jetzt bei 50 Newton, wenn unsere Drückkraft, habe ich die ja genannt, wenn unsere Drückkraft 50 Newton ist, dann ist die Reibungskraft überwunden. So, genug dazu. Wollen wir uns doch mal angucken, was denn passiert, wenn der Block eben nicht stationär ist, sondern der bewegt sich. Also, ich gehe nochmal runter und zeichne das ganze System mal nochmal kurz einmal auf. Einfach nur, weil das ja oben schon ein bisschen viel ist und schon ein bisschen unübersichtlich geworden ist. So, also wir haben hier wieder unsere Ebene und auf der Ebene ist wieder unser Block. Sagen wir mal, der ist aus Holz. Und die Kräfte, die auf ihn wirken, oder machen wir es anders, wir wissen auf jeden Fall wieder, der hat eine Masse von immer noch 10 Kilogramm. Und die Kräfte, die auf ihn wirken, sind auch immer noch genau die gleichen. Es gibt einmal die Komponente von der Gravitationskraft, die genau senkrecht zur Ebene steht. Die war 49 Wurzel 3 Newton groß. Dann gab es eine Kraft, die dem entgegenwirkt, die dem entgegengewirkt hat. Und zwar die Kraft, die die Ebene auf den Block ausübt, weil wir haben ja gesehen, dass der Block sich nicht anfängt, in diese Richtung hier zu beschleunigen. Das heißt, es muss ja irgendeine Kraft geben, die dem entgegenwirkt. Und die ist auch gleich groß gewesen, weil der Block ja immer auf der gleichen Höhe sozusagen geblieben ist. Also, das war die Normalkraft, die war auch 49 Wurzel 3 Newton. Und dann hatten wir ja gesagt, es gibt noch eine Kraft oder die Komponente von der Gravitationskraft, die unseren Block dazu bringen würde, nach unten sich zu beschleunigen. Die war 49 Newton. Und jetzt wollen wir uns überlegen, der einzige Unterschied zur letzten Situation ist jetzt eigentlich nur, dass der Block hier eine konstante Geschwindigkeit hat. Konstante Geschwindigkeit. Ja, damit das vielleicht ein bisschen anschaulicher ist, sagen wir mal, hat eine, sagen wir, 5 Meter pro Sekunde. 5 Meter pro Sekunde und die Rampe runter. Also die Richtung ist die Rampe runter. Die Rampe runter. Also stell dir einfach vor, du kommst in einen Raum rein und du siehst sofort genau dieses System, wie wir es jetzt hier haben. Also du hast einen Block, der halt in diese Richtung hier runter sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde bewegt. Du weißt also nicht, wie viel Kraft gebraucht wurde, um diesen Block hier überhaupt erstmal in Bewegung zu setzen. Du weißt nur, dass er sich jetzt gerade konstant bewegt. Und jetzt wollen wir doch mal gucken, wo denn da eigentlich der Unterschied ist. Und da musst du jetzt wirklich super vorsichtig sein, weil das kann man ziemlich schnell durcheinander bringen und das bringen dann auch ziemlich viele schnell durcheinander. Das erste Newtonsche Gesetz sagt ja, dass ein Objekt so lange eine konstante Geschwindigkeit beibehält, und Null ist ja auch eine konstante Geschwindigkeit, bis eine andere Kraft auf sie wirkt, die nicht irgendwie anders wieder negiert wird. Und in dem Fall müssen wir halt nur darauf achten, dass konstante Geschwindigkeit ist definitiv ja nicht das gleiche wie eine Beschleunigung. Das heißt, wir haben ja hier,
Wir haben hier in unserem Beispiel haben wir ja keine Beschleunigung. Das haben wir ja nicht gesagt. Geschwindigkeit heißt ja nicht automatisch Beschleunigung. 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 Und das ist wirklich super wichtig, dass du da Beschleunigung und Geschwindigkeit nicht durcheinander bringst. Das heißt, in unserem Beispiel, wenn wir keine Beschleunigung haben, dann müssen sich alle Kräfte, die auf dieses Objekt wirken, müssen sich ja auf jeden Fall alle ausgleichen. Diese beiden Kräfte gleichen sich schon aus. Die Normalkraft gleicht die Kraft aus, mit der der Block hier auf die Ebene wirkt. Und die Kraft, die nach unten wirkt, die muss auch ganz genau ausgeglichen werden. Und das macht ja, das hatten wir im letzten Video schon rausgefunden, das macht auf jeden Fall die Reibungskraft. Das macht auf jeden Fall die Reibungskraft. Und wie gesagt, die muss genau gleich groß sein. Das heißt, in dem Fall ist unsere Reibungskraft, ich schreibe es vielleicht nochmal hin, oder ist der Wert, der Betrag unserer Reibungskraft, ist auf jeden Fall genau 49 Newton. Weil die ja, der Reibungskraft macht ja nur genau so viel, um den Block davon abzuhalten, sich nach unten zu beschleunigen. Bewegen kann er sich ja trotzdem. Er bleibt ja in dem gleichen Zustand, wie er auch vorher war. Und jetzt können wir uns ja mal angucken, wie wir denn diesen Koeffizienten berechnen können, der hierfür dafür sorgt, dass sich dieser Block halt eben nicht beschleunigt. Das heißt, es gibt ja da auch wieder eine Reibung zwischen den beiden Objekten, die dafür sorgt, dass der Block sich eben nicht beschleunigt, sondern halt sich genau nur konstant mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt. Und Experimente haben halt gezeigt, wie gesagt, das kann man alles experimentell herausfinden, gerade für die verschiedenen Materialien sind die Koeffizienten immer unterschiedlich, dass μr, ich nehme vielleicht eine andere Farbe, rot hatten wir schon für die Geschwindigkeit, nehmen wir dieses, weiß gar nicht, pink müsste das sein, ja, sieht gut aus, dieser Koeffizient, das ist der Gleitreibungskoeffizient, ich schreibe es mal alles mit hin. Also das hier ist der Gleitreibungskoeffizient. Gleitreibungskoeffizient. Meine Güte, so lange Wörter. Wie gesagt, sieht wieder nur kompliziert aus. Koeffizient heißt wieder irgendwas mit Verhältnis. Reibung hatten wir eben schon, darum geht es halt hier in dem ganzen Beispiel. Und Gleit, damit meint man nur, es bewegt sich halt diesmal. Und dieses kleine K hier unten steht nur dafür, also steht für Kinetik sozusagen. Das ist die kinetische Reibung. Und Kinetik, wissen wir ja, hat irgendwie was mit Bewegung zu tun. Das heißt, so kann man sich jetzt ganz gut merken, warum da jetzt ein K rankommt und kein G zum Beispiel oder kein B. Also μk ist der Gleitreibungskoeffizient, also der Reibungskoeffizient für die kinetische oder bei einer kinetischen Bewegung. Und der kann sich berechnen, das konnte man halt ausrechnen, den kann man berechnen, indem man die Reibungskraft, die wir hier oben ja schon haben, die Reibungskraft, teilt durch die Kraft, die beiden Objekte aufeinander wirken oder mit denen die beiden Objekte gegenseitig aufeinander wirken. Und das ist ja jeweils, sehen wir ja hier, die Normalkraft können wir dafür zum Beispiel nehmen. Das ist ja die gleiche Kraft wie die Kraft, die auch hier runter drückt, aber die Normalkraft ist ja sozusagen ein Stück weit sinnvoller. Also durch die Normalkraft geteilt. Und den Betrag natürlich davon. Und in unserem Beispiel zum Beispiel können wir das ja auch mal ausrechnen. Einfach nur, damit wir es einmal gemacht haben. Das sind dann 49 Newton. 49 Newton geteilt durch 49 Wurzel 3 Newton. Das heißt, wir sehen ja jetzt schon, wir können das hier rausstreichen. Newton kürzt sich raus mit Newton, 49 mit 49. Das heißt, wir haben nur noch 1 durch Wurzel 3. Und 1 durch Wurzel 3, das ist wie groß? Wir haben 1 durch die Quadratwurzel aus 3. Das ist 0,5, runden wir es mal auf, ist 0,58. 0,58. Natürlich ohne Einheiten, das ist ja einfach nur ein Verhältnis von zwei Werten zueinander. Und was jetzt natürlich interessant ist, ist, dass dieser Koeffizient hier, der ist ja kleiner als unser Koeffizient, den wir hier oben hatten. Das heißt, was wir daraus erschließen können, ist, dass ein Objekt, das sich in Bewegung findet, auf das muss man ein bisschen weniger Kraft ausüben, um es zu beschleunigen, als auf ein Objekt, das stationär ist, das sich nicht bewegt. Wir können also allgemein sagen, dass, ich will mal versuchen, die Farbe beizuhalten, dass μk, also der Gleitreibungskoeffizient, immer kleiner gleich dem Haftreibungskoeffizienten ist. Also dem Koeffizienten, wenn das Objekt stationär ist. Und vielleicht macht das auch so schon von deinem Gefühl her Sinn. Wir werden mal gucken, im nächsten Video werde ich noch versuchen, das ein bisschen, vielleicht ein bisschen einleuchtender zu erklären, warum das so sein könnte, oder werde versuchen, das zu erklären.
Wichtig ist nur, dass wir uns merken, dass, zumindest soweit ich weiß, ist es nicht möglich, dass der Gleitreibungskoeffizient größer ist als der Haftreibungskoeffizient. Also wichtig ist einfach nur zu wissen, dass wenn das Objekt in Bewegung ist, braucht man im Normalfall ein bisschen weniger oder wenn überhaupt maximal so viel Kraft, wie man es auch brauchen würde, wenn das Objekt stationär wäre.